Unser Zuhause schützen, das wollen wir alle, entweder gegen Einbrecher oder auch gegen Naturgewalten. Was oft vergessen wird, ist der Brandschutz. Der ist in jeder Hinsicht absolut wichtig. Im Jahr 2015 gab es in Deutschland insgesamt 192.078 Brände und Explosionen. 367 Menschen sind dabei durch Rauch, Feuer und Flammen ums Leben gekommen, 290 davon in Privatwohnungen. Die Gebäude, die vom Brand gekennzeichnet sind, die sind Gebäude von den 60er, 70er Jahren. Und da war der Brandschutz noch nicht so. Da fehlen praktisch Sprinkleranlagen. Und die Fassade ist dementsprechend, wo es brennbar ist oder wo halt noch nicht ertüchtigt sind. Um Menschen und Sachwerte zu schützen, spielt der bauliche Brandschutz eine entscheidende Rolle. Durch entsprechende Maßnahmen muss die Entstehung, Ausbreitung und Übertragung eines Brandes verhindert oder zumindest auf ein überschaubares Maß reduziert werden. Bei leicht entflammbaren Dämmungen, da muss die oberste Geschossdecke 7 Meter, darf sie betragen, dann darf ich leicht entflammbare Dämmmaterialien verwenden. Und von 7 bis 22 Meter Höhe muss ich schwer entflammbare Materialien verwenden. Und im Hochhaus ab 22 Meter brauche ich nicht brennbare Materialien. Wie der bauliche Brandschutz wirkt, hängt von der räumlichen bzw. baulichen Trennung ab, davon, wie widerstandsfähig die baulichen Trennungen und Tragwerke gegen Feuer sind und welche Baustoffe verwendet wurden. In diesem neuen Bürogebäude wird eine Brandschutzbekleidung vom Typ F30 verbaut. Das heißt, die Konstruktion muss 30 Minuten standhalten, bis die Feuerwehr eintrifft. Entsprechend gibt es Brandschutzplatten bis F180, die 3 Stunden standhalten müssen. Im Übrigen dürfen nur qualifizierte Fachhandwerker Arbeiten zum baulichen Brandschutz durchführen. Pflicht ist ja, dass man in Einfamilienhäusern die Brandmelde drin hat. Und bei einem Mietshaus ist der Vermieter zuständig für den Brandschutz. Und noch kurz immer nach der Landesbauverordnung bei bestimmten Gebäuden, wo der Brandschutz gefordert ist, sei es bei Veranstaltungen oder wo größere Menschenmengen sind oder beim Hochhaus gibt es verschiedene. Die Landesbauordnungen regeln den vorbeugenden baulichen Brandschutz und gehen dabei auch auf Gebäudeart, Höhe und Nutzung ein. Die Maßnahmen des baulichen Brandschutzes wirken passiv. Die Wirkung wird ergänzt durch den anlagentechnischen Brandschutz. In Einfamilienhäusern ist baulicher Brandschutz übrigens keine Pflicht und wird auch nicht finanziell gefördert. Umso wichtiger, sich anderweitig vor Bränden zu schützen. Wichtig ist, dass halt Fluchtwege eine Brandmeldeanlage haben oder Sprinkleranlage und auch in die Wohnungen, in die Schlafräume und in die halt da, wo die Fluchtwege sind, wo man raus müsste, wenn es anfängt brennt. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.